Hallo zusammen, wir haben den 27. August, Freitag. Es ist 10.04 Uhr, also mitten im Handel. Aber das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Es geht um Continental. Continental. Und zwar bin ich der Meinung, da passiert irgendwie was. Ja, die hat jetzt eine lange Pause gehabt und irgendwas ist da im Busch. Das ist der Wochenchart. Und mir geht es um diesen ganzen Bereich hier. Einmal die Widerstände, die wir jetzt haben vom 1.7. letzten Jahres. Ja, wo ist mein Fadenkreuz? Hier ist es. Das ist bei 133. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal bestätigt. Bleibt eine ganz fette Linie. Hier oben, das ist die 200-Wochen-Linie. Ja, die ist da also auch in der Nähe. Und im Umkehrschluss haben wir hier unten eine, wie ich finde, sehr gute Unterstützung. Einmal, zweimal, dreimal, viermal auch gehalten. Die verbindet sich auf Wochensicht auch mit dem unteren Band und liegt bei 107,70. Wir sind hier von der Technik her neutral. Wir gelten als relativ tief über die Wochenstochastik. Da ist noch kein echtes Signal. Auf diesen kleinen Trend komme ich gleich. Von den Bändern hier sind wir mehr oder weniger mittendrin. Ist auch nicht viel. Jetzt gucken wir uns die Geschichte mal auf Tagesbasis an. So, hier ist jetzt der Trend. Den mache ich mal ein bisschen größer. Im Sinne von dicker. Und here we go. So, der eine wird bestimmt sagen, hier sind wir draußen, da sind wir draußen, hier sind wir überall draußen. Das ist für mich einfach nur mal so eine Orientierungsmarke. Richtig losgehen tut es ab hier, ab 180,30. Aber zwischenzeitlich habe ich hier auch dieses kleine Zwischenhoch und da sind wir bei 115,10 ganz grob. Wir werden positiver über das MACD. Wir sind im neutralen Bereich von der Stochastik her. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen irgendwas ausprobieren. Nochmal, hier ist diese ganz wichtige Unterstützung bei 100, ich habe es jetzt hingemalt, bei 107,90. Da darfst du nicht drunter schließen. Ja? Aber irgendwie, das ist eine trügerische Ruhe. Jetzt muss man Folgendes wissen. Conti ist, Entschuldigung, ich musste so sagen, ist eine Bitch. Ja, also im Sinne von zum Handeln ist die gar nicht so einfach. Weil die hat immer wieder solche Neigungen, jetzt mache ich mal das Dings raus. Die hat immer wieder solche Neigungen, so lange Kerzen zu machen. Hier einmal ganz lange Lunden, hier nochmal, hier ist auch eine. Und dann bewegt sie sich in die andere Richtung. Das macht die, ich weiß nicht warum. Varta ist ähnlich. Ja, also die beiden in einen Sack geschmissen, triffst du immer den richtigen. Ich habe mich für Folgendes entschieden. Und zwar für diesen Schein, 102,34. Das ist ein Call von der UniCredit HR3DLW. 102,34. Da liegen wir also hier drunter. Da sind wir ungefähr hier. Der kommt für mich ins Spiel, wenn wir die 115 bzw. 115,30, also ein bisschen Sicherheitsabstand, nach oben rausnehmen. Dann kommt er ins Spiel. Trotzdem lasse ich dem genügend Raum, um eben solchen Kerzen hier, auf die unbedingt achten, entgegenzuwirken. Nicht, dass ich da irgendwie noch rausgestoppt wird, weil das wäre ärgerlich. Ja, geht es dann auf 105, da ist meine Basis oder Basispreis und dann geht es hoch auf 130. Ich bin der Auffassung, wenn wir diese Linie hier und dieses Zwischenhoch im Bereich von 115 rausnehmen, dass die locker Platz hat über die 200-Tage-Linie irgendwo in den 125er, 130er Bereich. Und dann spielt die wieder hier oben mit dem Widerstand. Also ich mag die, es ist noch nicht so weit, deswegen unbedingt auf die Watchlist. 115 ist für mich eigentlich so der Punkt, wo das dann losgehen kann. Nochmal der Schein, wo ist er hin? Nochmal der Schein, hier 102,34, ist ein Open-End-Schein, HR3, Dora Ludwig Waltraud. Ich nenne jetzt gar keinen Put. Wenn die hier drunter gehen sollten, ja, sagen wir mal unter die 105 und da schließen, ist diese ganze Linie hier Makulatur. Dann kann man sich mal über den Put Gedanken machen. Aber ich möchte die jetzt momentan nicht vom Short her spielen. Heute Abend mache ich meinen letzten DAX-Film für die nächsten 3 Wochen. Und da müssen wir mal schauen. Ich gehe nämlich in Urlaub. Ja? In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Happy Trading, fette Beute. Bye, bye.